Hallo Kinder, manche Sachen sind noch nicht so alt und trotzdem haben sie schon ihre Geschichte. Dazu gehören zum Beispiel die Kulturforscher. Für die Kinder, die jetzt in der Schule sind, ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass es Kulturforscher bei uns in der Schule gibt, die im dritten und vierten Schuljahr seit mittlerweile 15 Jahren, und das ist auch schon eine ganze Zeit, mit mir zusammen einmal im Monat im Schnitt zu irgendeiner Kultureinrichtung in Duisburg fahren. Also, so haben wir besichtigt in den vergangenen 15 Jahren die Salvatorkirche, wir waren im Landschaftspark Nord, wir waren regelmäßig im Museum Küppersmühle und haben uns dort das schöne, wunderschöne Schneckentreppenhaus angesehen. Wir waren im Stadthistorischen Museum, haben uns die beeindruckende Tiger- und Turtle-Plastik angeguckt und waren im Rathaus und daneben eben an der Salvatorkirche auch draußen, wo der Roland an der Rathausecke untergebracht ist. Und wir haben oft das Theater und die Duisburger Philharmoniker besucht, waren bei der Instrumententour und durften dann ausprobieren und auf der Klarinette spielen oder auf der Posaune oder der Trompete, und die Musiker haben uns gezeigt, wie das geht. Die Kinder haben in der ganzen Zeit meistens ein Büchlein gehabt, das haben sie bunt ausgemalt, ich habe das Ganze ein bisschen vorgemalt und man sieht hier, was Pascal damals im dritten Schuljahr alles mitgemacht hat. Wir haben die Moschee besucht, eine Hafenrundfahrt, waren im Binnenschifffahrtsmuseum, waren im jüdischen, in der jüdischen Synagoge, haben hier den Gefallenen von Wilhelm Lehmbruck im Lehmbruck-Museum gesehen, waren an der Salvatorkirche, im Duisburger Rathaus, waren im Innenhafen, im Hafen, wo ein Bereich Garten der Erinnerung heißt, und wir haben hier vorne den Landschaftspark Duisburg-Nord besucht. Und immer wenn wir was besucht haben, dann hier zum Beispiel, dann haben die Kinder zusammengetragen, welche Prospekte konnte man dort vielleicht mitnehmen, und die wurden dann eingeklebt. Oder hier ging es um eine Kunstausstellung über chinesische Schrift. Was haben die Kinder dort im Museum hier über die chinesische Schrift erfahren? Oder wir waren im Theater gewesen und haben die Theatervorstellung Kleiner König Kallewirsch gesehen. Dazu gab es einen kleinen Lückentext, wo die Kinder eintragen mussten, was sie beobachtet haben. Und als Erinnerung wurde dann die Karte, die Eintrittskarte eingeklebt. Oder hier haben wir mal gegenübergestellt mit den Kindern, was unterscheidet das christliche Gotteshaus, nämlich die Salvatorkirche, von der Nerkesmoschee. Und es gibt bestimmte Dinge, die sind in beiden Gotteshäusern wichtig und haben manchmal sogar denselben Namen. Aber es gibt natürlich Dinge, die sind nur in einer Moschee zu finden, wie hier das hohe Minarett. Und die sind nur in einer christlichen Kirche zu finden, wie zum Beispiel der Glockenturm, der im Grunde hier das wichtigste Stück von der Salvatorkirche ist. Wir haben aber auch manchmal Aki besucht, und zwar in Düsseldorf, denn das ganze Projekt Kleine Kulturforscher ist eigentlich eine Idee von mir, die entstanden ist, nachdem Aki zu uns in die Schule gekommen ist und wir viele Kulturangebote in der Schule mit den Kindern jetzt machen. Und ich habe überlegt, wie kann man die interessanten Orte in Duisburg auch für die Kinder interessant machen und wie kann man das organisieren, dass wir auch mal raus aus der Schule fahren und uns das direkt vor Ort angucken. Schade jetzt in diesem Jahr, im Corona-Jahr, war jetzt so gut wie gar nichts möglich. Wir haben nur Sachen draußen gemacht, waren einmal im Rheinpark gewesen und waren im Bergpark in Dienstlaken, in Lohberg. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das Projekt weiterlaufen würde. Und das wäre vielleicht ein kleines Geschenk, was ich der Schule machen würde. Auch dann, wenn ich längst in den Ruhestand bin. Vielleicht unternehme ich ja
nochmal mit neuen Kulturforscher-Kinderfahrten. Aber das alles ist Zukunftsmusik. 15 Jahre Kulturforscher ist mittlerweile auch schon Geschichte bei uns an der Schule. Das war's. Tschüss, Kinder.